Punkte, die man eingesetzt hat, dann neu verteilen kann. Und ich denke mal, das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ach. So. Ja, also die Beförderung ist jetzt nicht so großartig weltbewegend. Vor allem die Hunderte ist ein Witz und da kommt noch wieder ein Steingolem. Ja, nee, eine Goblin-Steinstatue. Und ja, die 60er ist wiederum ein bisschen cooler, finde ich. Die haben auch was rausgenommen. Ich glaube, die erste Runde mit den Zombies, was ich eigentlich ziemlich cool fand. Vielleicht war es auch am Ende einfach nur zu sehr verbuggt. Und deswegen haben sie rausgenommen, diese erste Herausforderung. Und ich weiß auch nicht, ob... Ich glaube, es gab bis jetzt... Es gibt nur noch eine Herausforderung, sag ich mal, oder Aufgabe bei der Beförderung. Was sehr schade ist, weil, ja, der hat immer sehr viel Spaß gemacht und wir haben es geschafft. Sehr schön, dann gehen wir mal kurz im Haus. Können wir nicht machen, okay. Wir werden aber uns diesen kleinen Kuschelsaurus mal anlegen. Yep, ein Tag und dann können wir mal uns ein bisschen auffrischen. So eine Kinderquest Mara Piraten würde ich auch gerne machen, aber alleine ist das halt einfach nicht schaffbar. Eventuell noch mit jemand anderen, aber ja, keine Ahnung. So, jetzt machen wir. Ich bin, ja, so, jetzt haben wir hier, wartet mal, das bekommen wir eh, deswegen werden wir das nehmen. So, ein Erzmagier sind wir, das ist wunderbar. Gut, wartet mal kurz. Das heben wir uns auf jeden Fall auf. Das brauchen wir. Das werden wir aktivieren. So, und... Warte mal kurz. Das machen wir mal kurz hier. Ja. Und wir nehmen diesen kleinen... Ist das ein Zepter? Ja, ne? Ein Zepter war das. Sehr schön. Gut. Wir haben jetzt ein paar neue Quests, die wir annehmen können. Geheimnisvoller Schatten. Ja, ich weiß, ich hatte eigentlich letztens erwähnt, dass ich das vorlesen wollte, vor allem epische Quest, aber nein. Ja, Sir. Gut. Schmied James. Ach so, bitte berichte mir ganz genau, was James gesagt hat. Okay, ich habe eigentlich überlegt, ob ich das jetzt vorlese, aber habe ich doch dagegen entschieden. So, jetzt machen wir mal Isil. Den Turm werden wir auch sehr zeitnah machen. Weil das ja wieder extrem viel Erfahrungspunkte gibt. Wir müssen aber gucken, das machen wir auch. Wir müssen aber gucken, ob wir da nicht noch jemanden bekommen, der uns ein bisschen unterstützt. Weil, ja, das ist schon ziemlich wichtig, dass sie da unterstützt werden, weil alleine wird es echt, echt sehr schwierig. Und das machen wir auch. Rache an der... Ah, verdammt. Ah, das war die eine Questreihe, wo er doch... Ja, die große Liebe oder was mit der Tochter war und die verstoßen wurden und so. Also es ist eigentlich ziemlich dramatisch, muss ich sagen, was hinter diesen... Oh, 18.688 Lebenspunkte, das ist schon nicht ohne. Null Ruhm, also das müssen sie auch noch irgendwie ändern, weil das kann ja nicht sein, dass man so wenig Ruhm bekommt. Ich glaube, Sandbucht war... War falsch, okay, dann war ich doch erst richtig. Naja, egal. Gut. Mal zurück und ja, so, mal gucken wir mal hier. Oh. 1000 Erfahrungspunkte fast, das ist schon nicht ohne. Robins Brille brauchen wir nicht, Marslager auch nicht. Das könnte ja auch mal irgendwann verschwinden. Ja, Buchtergier, genau, stimmt. Könnte ja auch mal langsam so verschwinden und ich hoffe mal, dass jetzt hier nichts gefarmt wird an Karten. Weil sonst wäre das echt ziemlich nervig, weil man muss dann warten, bis Mara wieder auftaucht. Und ja, ehrlich gesagt, das möchte ich nun wirklich nicht. Also warten, unnötig warten.
Hallo Mara. Da ist die gute Mara. Hallo Mara. Was wir auch machen könnten. Wir könnten einmal die Jäger-Lizenz reinhauen. Und damit wir. Ja, ich glaube, so viel Schaden macht sie jetzt nun auch nicht. Oh, doch. Gut. Dann gehen wir mal. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die macht doch ein wenig sehr viel Schaden. Und vielleicht droppt sie eine Karte, weil ich habe noch keine Karte gedroppt bekommen. Hatte dann einfach Pech gehabt, war zu weit vom Level und von daher, ja, egal. So, jetzt machen wir mal nochmal hier. Zack, zack. Und droppt sie gleich was? Mal gucken. Schade. Eine Mara-Pirat. Das ist ja echt mau. Das ist echt richtig schade. Ach Gott. Aber die hat 452 Erfahrung gegeben. Das ist ganz schön. Ja, krass. Und ich überlege nämlich gerade was, ob ich nicht. Die Erfahrungspunktkarten reinhaue, weil 120, 60%, 30% oder ob ich das mir aufhebe. Ich hau die 120er rein. Das ist egal. Ich denke mal, dann werde ich die nächsten 3 Tage mal öfters mal. Der hat Dings gemacht, Mara. Da kann ich drauf wetten. Da bin ich ziemlich sicher, dass er Mara gemacht hat. Ja, ich will einfach nur Mara nochmal machen, damit ich so eine Karte bekomme. Verkaufen wollen würde ich die gar nicht, ehrlich gesagt. Weil, warum, wozu? Ne? Also, das will ich ja selber für die Sammlung haben. Ja, aber im Prinzip, da ist eine Mara. Sehr schön. Die machen wir mal schnell. So, 452 Erfahrungspunkte hat die gegeben. Und ja, vielleicht haben wir Glück und kriegen jetzt diesmal eine Karte. Es wäre auch wieder diesen einen Skill. Das ist ziemlich ärgerlich. Oh, Pentacle. Das ist ja heftig. Verdammt, das ist echt verlockend mit den Akademien, dass man so schnell wechselt. Ja, vielleicht mache ich das. Ich weiß gar nicht. Ja, obwohl. Die 60 Minuten sind ja auch gleich rum. Und die macht ja echt viel Schaden. Verdammt. Oh, das ist 2 Sekunden. Na komm, wenigstens hoffentlich eine Karte. Es wäre wunderbar. Naja, egal, wir gehen kurz mal ins Haus und geben kurz die Quest ab. Geheimnisvoller Schatten. So, dann haben wir noch eine. Das. Oh. Merkwürdiges Verhalten. Sehr schön. Dann haben wir den Brief. Und die Mara. Und wie wir. Oh. Das ist ja nicht schlecht. Das ist ja nicht schlecht. Übung 1. Magiebuch. Sehr schön. Dann klicken wir uns einmal kurz durch. Nehmen wir kurz neue Quests an. Babyfledermäuse nehmen wir auch an. Das können wir ja eigentlich in Kombination zu Seesterne. Ach komm, ganz ehrlich, nehmen wir mal kurz an. Ja, nehmen wir kurz an. Wo haben wir denn unsere Seesterne? Ach, wir haben ja hier noch ein Reittier. Ist das ein Seestern? Ja, aber den kann man leider nicht looten. Ach, da haben wir einen. Sehr schön. Und da haben wir noch mehr. Sehr, sehr, sehr schön. Dann machen wir auch mal so eine Quest, weil ich.